Hallo und herzlich willkommen zu Gets to the Keyboard mit mir Zurech. Und mit mir Bottom Reborn und ganz, ganz vielen anderen Leuten. Stellt euch einfach vor. Mit denen, den wir schon vorhin gezockt haben. Ich denke mal, die beiden Videos kommen am gleichen Tag hoch, deswegen wird das wahrscheinlich perfekt passen. Und wir spielen auf jeden Fall Wrath Knight. Ich habe das nur einmal kurz gespielt. Und es wäre cool, wenn einer, der das von euch schon öfters mal gespielt hat, das einmal erklären könnte kurz. Ist egal, ja. Ja. Sag mir doch, hallo? Ja, ich hab doch schon Hallo gesagt. Nein, ich meine hier, die Wave. Ich dachte, ich muss an dem Tor stehen. Nee, ist schon okay, die kommt auch von da. Aber das ist ja nicht schlimm, das sind auch die leichten. Die werden hinterher noch mega nervig. Immer das Gold einsammeln, immer. Immer. Und achte doch immer drauf, dass ihr die Goldbags einsammelt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. I am so confused right now. Ja, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich dann schnell dran. Möchtest du das kurz erklären? Ja, im Grunde genommen, das ist eine Art Tower Defense, kann man es schon fast nennen. Kommen halt abwechselnd immer auf jeder Lane irgendwelche Waves. Man muss sich halt, ich glaube, durch 17 Waves sind's durchkämpfen. Das sind immer unterschiedliche Sachen, mal sind es Kobolde, dann sind es zum Beispiel auch mal Furions, die irgendwelche Bäume spawnen und so weiter. Und am Ende kämpfst du halt praktisch gegen diesen Raid King in der Mitte vom Altar. Genau. Doch, so das ist im Grunde noch ganz spielprinzip. Man muss es jetzt per Welle verteidigen. Ja, ist wirklich nicht sehr schwer. Falls es wäre. Ja, also das Spielprinzip, theoretisch ist es nicht schwer. Falls einer von euch dann von Warcraft 3 das kennt, ich hab's eigentlich sehr gerne mit Endforce verglichen. Damit kann ich es eigentlich ganz gut vergleichen. Ansonsten ist das Spielprinzip, wie er schon sagte, wirklich nur einfach Verteidigen des Wrath Kings. Und am Ende kloppt man den dann noch um, ne? Weil so weit war ich noch nicht, genau. Das habe ich bis jetzt auch noch einmal geschafft, gegen den Wraith King zu kämpfen, aber da wird es eigentlich nicht einfach. Ja, bei mir am Ende war der Server dann der Endgegner, der hat das dann platt gemacht. Boah, das ist sehr heftig. Also ich habe es jetzt schon öfters ohne Probleme geschafft. Ja, bei mir ist beim letzten Mal auch der Server abgekackt, das hat mega aufgeregt. Ja. Aber dann bei Game Plus... Was passiert jetzt? Jetzt gehst du zum Shop und kannst dir... Ja, jetzt kann man sich erstmal wieder Items kaufen. Das ist erstmal kurz einen Moment Zeit. Die Runde 2 beginnt jetzt mit der nächsten Dings. Du bekommst halt übrigens auch für jeden Tower, der noch steht, Goldbonus. Und jetzt bekommst du noch deine Fragmente dazu gerechnet. Die kannst du hinterher für irgendwelche Truhen ausgeben. Genau. 20%? Okay. I'm so confused. Achso, die haben es jetzt umgeschrieben. Wieso habe ich mein Item denn nicht bekommen? Du musst natürlich zuerst zum Shop gehen. Und hier liegen dann auch noch Runen zusätzlich rum, die man benutzen kann. Und es kommen auch bei den meisten Waves immer noch besondere Gegner. Auch sehr starke Gegner jetzt. Teilweise. Die Buffs haben, die casten können, die Encounter haben, sowas. Und jetzt bei den Grünen, die so leicht grün leuchten, ein bisschen größer sind, Achtung, wenn die sterben, explodieren die. Macht einen schönen Schaden. Wenn ihr so einen auf der Lane habt, ich kann euch gerade kurz Repel geben, weil dann könnt ihr durch die Dinger durchlaufen ohne Probleme. Warte. Komm schon. Gib mir mal Repel. Ja, bin schon dabei. Gib mir das Geld. Scheiße, es ist despawn. Okay, force auf. Warte mich gerade, ja. Grün da. Yep, ich. Noch 3 Sekunden dann. 1. Okay, rauf. Ich mach dann einfach tot. Fernkämpfer. Okay. Ja, hier ist ein Undying. Hier ist ein Undying. Ich weiß nicht, ob ich den an. Vorsicht! Ja, den Undying, der muss sterben. Das spawnt neue. This is fucking damage. Wow, warum nehme ich Damage noch dadurch? Ich bin noch repelled. Was zur Hölle? Oh, deine Teammates kannst du dann reviven, wenn du auf die Leute draufklickst. Ja, aber ich geh da jetzt nicht rein. Geh doch in das grüne Zeug rein. Sieht das nicht appetitlich aus? Ja. Auch mit einer schönen Musik werden die revived. Ich habe kein Mana mehr, das ist echt ein Problem. Oh, top. Wir müssen den Undying hier focussen. Diese Mana-Dinger solltest du mir lassen. Wir müssen den Undying bei dem Ding hier focussen und beim anderen müssen wir zum Beispiel den Furion anfocussen. Das ist dann etwas unterschiedlich. Werdet ihr dann aber sehen, weil die spawnt die ganze Zeit Trains und das geht auch bei einem mega auf den Keks. Vor allem anders schafft man die Wave gar nicht. Also ich hatte mal im ersten Game und mein einzigen Game hier Venomancer, der war eigentlich auch ganz cool. Der ist auch ganz cool, ja. Ich
könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja, ich habe leider gar keinen Mana. Aber ich kann dir gleich AOE geben. Vielen Dank. Scheiße, der Tower ist weg, nicht blöd. Ja, mir fehlt echt Mana. Warte. Zack und. Und. Ja. Das war knapp. Das sind zu viel Gold verloren. Ziemlich viel, genau. Na toll. Oh Mann, Mann. Die Wave ist jetzt schon ziemlich schwierig. Mhm. Das ist jetzt die Wave mit kleinen Slugs. Ihr müsst aufpassen. Nein, das ist die nächste. Das ist die nächste. Das ist die nächste erst. Jetzt kommt die Ogre. Ja. Jetzt die Ogre, stimmt, jetzt kommt die Ogre. Die ist auch ziemlich hart eigentlich. Naja, geht. Sind nur viele und riesengroße Ogre gibt's auch. Und dann Bescheid sagen. Mhm. Bei den riesengroßen Ogern, dann müssen sich die Drones so drum kümmern, dass die sich drauf focussen, wenn wir uns auf die anderen kümmern, dann drauf einfressen. Bringt also Blademail hier geben? Was? Nicht viel. Blademail auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, das ist ein Core-Item bei ihm. Mach ich Schaden. Hier unten ist ein großer. Also oben. Also, ihr wisst was. Azurich könnte versuchen, jedem AOE zu geben, also jedem Willi. Irgendwie mal. Bah. Boah, die machen aber gut Damage, ey. Oh ja. Ja, du musst aufpassen vor dem Stun. Oh, hier sind blaue. Ich glaub. Ja, die blauen geben bloß den... Warte. Hier ist eine DD-Rune. Okay. Ja. Sollte sich vielleicht Draw krallen, dann kann ich die Dings angreifen. So, Arcanes. Pass auf, das ist wieder so. So, ich hab Reverse Polarity. Was bringt das hier? Stun. Manche großen, die sind gut, wenn man das stunt. Da kommt noch ein großer. Da kommt noch ein großer. Geld. Da unten geht down. Ich glaube, ich bin wieder tot. Es gibt noch eine Glyph, die man noch benutzen kann. Ja. Boah, wie ich viele. Boah. Okay. Aua. Oh, da unten wieder. Ja, ich muss ja hier dead. Ich geh schnell. Den Fortify würde ich aber auf jeden Fall gar nicht verschwenden, weil die werden wir hinterher noch mega dringend brauchen. Nächste Wave, sag ich nur. Ja, auf jeden Fall nächste Wave hätten wir den Fortify. Ich hab ja auch meine Ulti, von daher. Also ich soll mit Legion Commander Tank gehen. Oder wie? Boah, da hab ich aber. Mhm. Was hol ich mir denn sonst hier für Items von Magnus? Sollte ich uns zwei fertig machen. Du wirst wahrscheinlich hinterher einer derjenigen sein, die etwas tanken, deswegen. Mach dir erstmal Akkord 2. Nee, komm, geh auf Damage. Ach ja, genau, Arcane 2 gibt's ja hier. Stimmt. Ja, stimmt. So, Arcane 2 geht auch noch. Also, aufpasst bei den Slugs, die haben den Power. Ja, die machen richtig Damage, also. Unterschätzt richtig Damage. Anscheinend nicht, wenn man Vanguard hat. Ja, doch. Nicht rechts den Schaden, sondern die haben den Pounce. Ja. Den Sprung. Und der macht echt Damage. Ach so, okay. Die machen selbst auch Damage, die haben ja selber irgendwie 100, nee, nicht 100, aber doch. 67 nur, also das ist ja, 67 Damage, das ist nicht wenig. Ja, wieso bin ich denn jetzt so komisch rumgelaufen? Top. Ja, ich wollte.
Die Dinger können auch stunnen, aber. Warte. Verlegen. Raccoon? Jetzt habe ich die Healing Surf eingesammelt. Regeneration. Top. Auch noch. Gold. Ist das von meinem Power? Sieht das von der Throw? Nein, das ist. Zu viele Slabs. Dead. Das geht. Hier unten ist gerade etwas Action. Und der letzte. Na gut. Ja. Wenn wir Tower verloren haben, ist das nicht schlimm, die bauen sich nämlich am Ende der Runde immer wieder neu auf. Also, ich hab schon gemerkt, da unten ging er down. Ja. Das war eine halbe Magnus-Ulti. So, jetzt habe ich Blade Mail. Sehr gut. Du musst jetzt eigentlich nur noch auf Tank gehen, weil du bist hinterher auch den Wraith King tanken müssen. Blink-Decker was? Nein. Glaube ich eher weniger. Würde ich eher weniger, Mann. Wirklich einfach nur auf Tank, also wirklich hart und dann. Du musst mich hinterher wirklich eine ganze Menge aushalten. Ja, Blade Mail könnte ich mir auch holen. Was ist denn Bloodstone hier, wenn du mal stirbst? Ah, ich wollte mir keinen Zweier holen. Ansonsten vielleicht ein Butterfly, einfach nochmal für hier die. Ich weiß nicht, du bekommst, glaube ich, sogar. Bekommst du Ladungen für die Helden hier sterben? Jetzt ganz wichtig den Furion Focus, nicht die Trends. Weil wenn ihr die Furions durchlasst, dann bauen die hinterher einfach so viele Trends, dass. Hier ist ein großer Dream Protector. Ja, ich komm gleich. Also ich hab hier einen Furion. Und wenn ihr die großen Trends habt, da rücken wir uns den Brawl um. Warte, die Dream Protector machen so viel Damage. Die großen Trends haben übrigens 400 Damage, also auch fast nämlich der Double Damage. Boah. Da ist ein Trench, okay. Oh, da oben sind zwei Furion. Die Furion selber können eigentlich nicht wirklich viel, aber die Trends sind ziemlich. Ja, aber die spawnen halt immer wieder Trends, das hat man hier focused. Ja, ja klar, aber an sich können die nicht wirklich. Ja, das ist wahr. Falsch Trend. Hast du diese kleinen Bäume, die hinter einem Lande? Genau. Aua, aua. Also hier ist auch wieder ein Furion. Hier ist auch wieder ein riesiger Trend. Der Trend Protector in dem Sinne. Hier sind zwei Furions. Wow. Ich kümmere mich schon um die Trends. Wenn man schön halten. Hier unten ist auch noch ein Furion, deswegen. Hier unten sind zwei Furions. Ich werde das so bereuen, dass ich hier runtergegangen bin. Brauchst du eine Salve? Nein, geh weg. Hier unten sind noch zwei. Hier ist auch wieder ein riesiger Dingens. Ja. Oh, schade. Wir müssen die Furions hier am Ende. Also was nervt denn diese kleinen Bäume? Kann ich diese Trends nicht essen? Wie? Essen? Ja, mit Tango. Nein. Doch, nur ein Scherz. Ich kann hier meine Ulti machen, wenn es blöd ist. Dass wir alle in den Kreis kämpfen, wäre auch nicht schlimm. Good job. Scheiße. Danke. Wenn wir den letzten töten, der sich da schön verbuggt hat. Puh, das war knapp wie die knapp. Ja, wird noch knapper, glaub mir. Aber das ist gut, dass wir so wenige Tower verloren haben dafür. Ja. Das ist das Schöne, wenn man das in einem Team spielt. Man spielt mit kompetenten Leuten. Meistens. Also in diesem online gibt's Leute. Also mein ersten Random lief das echt besser, aber das war auch die Heldenauswahl. Echt nur Aoi-Helden.
Das war ja gut so. Ich sah ja Sven, Magnus. Sven, Magnus, Veno war da. Keine Ahnung, wer da noch. Das ging echt. Wir haben ja auch so eine ganze Menge AOE. Aber Single Target brauchen wir später noch, glaub mir. Beim Wraith King, da geht das nicht mehr ohne. Nee, hier Throne muss ich irgendwie auf den Divine oder so was sparen. Divine, ach, jetzt kommt die Spinne. Ich hol mir ein Crystallis, ein Mjolnir und dann ein Crystallator. Also, ja, jetzt kommt die Broodmother, genau. Wir müssen unbedingt die Eier wegmachen, unbedingt, okay? Ja, die Eier sind auch noch wichtig, dass ihr die Eier dann weghaut. Unbedingt die Eier wegmachen, das spawnen nämlich Spinnen hier raus. Wenn du dann Fault machst mit Eggs, dann mach das, dass die, gerade wenn die Brut wegläuft, weil dann hast du am meisten davon. Ja. Boah, machen die Damage! Ja. Geh mal ein bisschen näher an die Brut runter, kann ich dich heilen und kann jetzt Damage machen. Warte. Wir sind Eier. Shit. Nice. Perfekt. Oh mein Gott. Und jetzt das Gold oben noch. Hier oben sind auch noch. Gold. Ganz nein! Das hat jetzt echt. Das war so knapp. Das war zu viel, was wir verloren haben. Definitiv. Ja, das waren 5 oder 6. Warum landet das auch alles da oben? Es fliegt halt weg. Ah. So. Wenn ihr Invis Runen sieht, dann. Boah. Das ist viel. Das ist echt viel. Ja. Zu viel. Das ist nur, weil die Hälfte da oben gelandet ist. Dann fast so, wären so um die 500, 600 Gold. Mhm. Aber mit den Fragmenten so zugespammt. Wie viele Runden gibt's? 15. Was? Was kam 13. Jetzt nochmal? Also insgesamt 13. Rosh. Oh, jetzt kommen die Rosh an. Jetzt kommen die Roshans, jetzt wird's ekelhaft. Und der rote Kreis wenn die ist rote Farbe verschwunden ist, kommt der Leshrac-Stamm raus. Genau, da kommt der Leshrac dann durch. Und jetzt guckt euch mal den Damage von Roshan. Boah, fuckity fuck fuck. Ich sage, deswegen, passt auf mit Rosh. Definitiv, die haben harten Rechtsklick und Feuer. Okay, ich bin tot. Oh shit. Soll ich meinen Kreis machen? Wenn jemand nach unten kann mich wiederbeleben, wäre das sehr nice. Shit. Ja, ich bin tot. Ich würde sagen, wir kaufen uns zurück, oder? Aua, Double Feuer. Boah. Hier sind drei Rushs. Ja. Sammeln das Geld ein. So man-modet man Leute. Nicht mich wiederbeleben, Geld einsammeln. Ich doch. Das war klar. Allerwertesten. Aber hey, wir haben es geschafft. Ich hol mir jetzt Shiva's Guard. Ich hab genau 200 Gold zu wenig. Bin Reaver. Was kann die nächste Wave?
Oh Gott, dann bleibe ich hier am besten direkt oben. Das waren das die Mastgolems? Oder? Ja, das waren die Mastgolems, die gehen eigentlich. Ich sehe, die machen die kleiner, die behalten ihren Damage bei, auch wenn die kleiner sind. Stimmt. Ne, der Teil ist doch auch. Die machen, wenn es ganz, ganz kleine sind, enorm viel Schaden, also da aufpassen, das unterschätzt man. Ja, bei mir sind welche. Jetzt bleibt mal bei Azur durch. Wow, 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 wow. Oh, nur wenn der das hängt, das ist mein Problem. Und wenn jemand an mir dran steht, mache ich da schon keinen Schaden. Nerviger. Ja, zwei Gott hat dann die Reichweite verkleinert. Kommen die jetzt nur alle von oben oder wie? Nee, von unten kommen auch schon wieder welche. Ja, unten kommen noch zwei. Und oben sind noch zwei. Wo wir gerade waren. Und dann auch von der Seite. Und unten links. Immer zusammen, würde ich sagen. Nichts bitten. Ja, ich glaube, das ist echt nicht schlecht, wenn wir das zusammen machen. Nichts bitten. Ja, warte mal kurz. Eigentlich schaffe ich die. Hier sind vier jetzt. Egal, mit Reckrune und endlich Dauer schießen. Nehme ich nicht angreifen. Holy shit. Okay, hier sind vier. Oh, ja, ja, sonst unten sind noch ein paar. Ach, da. Fall weg. Ich hab keinen. Das heißt, jemand müsste mich wiederbeleben, dann könnte ich eine Ulti auch machen. Bro. Genau. Ich muss mich heilen unbedingt. Ich habe aber gerade keinen Links. Shit. Und ich habe keinen Ball weg. Ja auch nicht, wie weit mich? Ich habe 2 Minuten 20. Nur ist halt run. Alle in den Kreis. Was hat der Kreis jetzt alles gemacht? Je mehr da drin sind, desto mehr Angriff, Verteidigung. Genau, aber da wir nur zu zweit drin waren, bringt natürlich nicht so viel. Eine Sekunde. Hat es, wenn nicht irgendwer anderes getankt. Alter, der LX wie abgeht. Someone will get the axe! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, der Axe hat jetzt eigentlich mal die komplette Wave gemacht. Warum haben wir die nicht das ganze Spiel über gesammelt und am Ende vielleicht fürs nächste Mal merken, ne? Wie, einfach sammelt, einfach Spiel alles sammeln auf und am Ende alle zusammen machen, oder wie? Alle und zum alles Ex. Auf mich. Alles, ja, oder 70 Kids. Du willst sterben, oder wie? Ja. Hast du gesehen, was die Kleinen für Damage machen? Ja, aber du hast doch gerade gesehen, dass das nichts gebracht hat. Ja, dann hast du einmal Pech und triffst dich nicht. Wenn du jetzt noch mit X nach dem Hard oder sowas machen möchtest, oder du kannst ja vielleicht auch mit Magnus machen, dass du einfach auf einen Radiance oder so gehst. Das hilft auch noch extrem. Ja. Soll ich die Heal Boots machen? Jetzt kommt die Bärenwelle, die ist mega kacke, weil die pushen die Tower so schnell durch. Vorsicht auf die Ursaus. Bitte. Ja, dann genau, wird irgendwer der Beste, mega heftig. Bei den einen Ursa kommen wir mit Magnus Ulti töten, den anderen Ursa mit Omni Ulti. Mhm. Links, aufpassen. Soll ich diese Heal-Schuhe machen? Unten? So brauchen genau. Wir die nicht. Oh, oben kommt auch was. Ja. Ich glaube, ich bleibe auch sofort bei Axe, der tankt die schon. Kann ich mir nicht einen Damage aufbauen. Da oben ist ein Lone Druid. Die kleinen Lone Druids sind, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Weiß ich nicht, ich warte. Meistens die Bären, die den Schaden.
Boah, fuck, oben. Wobei die Laundries machen auch 370 pro Hit. Da ist ein Wither. Ja, ich werd hier hart geraped. Oder auch nicht. Nee, wirst du nicht. Es ist okay, du. Du bist Ex, du musst es ausmachen. Ja, du bist Ex, du rapest hier. Ja, ich brauch noch Mana, dann will ich noch viel besser rapen. So, Mana brauchst du in 5 Sekunden, habe ich wieder welches. Ja, super. Aber ohne Mana bin ich nutzlos. Oh fuck. Versuch fuck, 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 fuck. Das war jetzt nicht so gut. Wow. War nur wen der. Hilfe. Tankt. Das ist mein Problem. Oh. Ade. Oh, das ging also aber schnell. Ja. Ja, gut. Naja, trotzdem haben wir ja eine schöne Runde Waffenheit gesehen. Und ich sage einfach mal ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.